Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit The Witcher 3 Wild Hunt. Und, will ich den Panzerknacker oder will ich... Na gut. Erst den Panzerknacker, dann, die Person für die luftigeren Höhen. Hier war Kasimir, das war ja der Zwerg, den möchte ich ja ganz gerne haben. Okay, dann verwende ich mal die Schnellreise. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt unbedingt von Hand aus reisen muss. Nee. Geht schon so. Kasimir, ich komme. Aber mit gewaltigen Schritten, so wie auch mit gewaltigen Schritten, trotz gelegentlicher Gewindereignisse hier, sich die Story fortsetzt. Ich finde zumindest, dass wir verhältnismäßig gut unterwegs sind. Okay, hier sind ordentlich Leute offenbar. Ich bin gespannt, was sich hier abspielt, auf jeden Fall. Meister Kasimir, weg mit der Fackel, verflixt! Oh! Ah! Verpisst euch! Der ist mal wieder ganz gut unterwegs. Scheißer. Ihr habt mir gar nichts zu sagen! Was ist denn hier los? Siehst du das nicht? Meister Kasimir sitzt auf seinem Dach und will sich hochjagen. Das Übliche. Perlen habe ich mir gekauft. Samt und Seide. Und was tut sie verdammt nochmal zum Dank? Setzt mir Hörner auf. Ach, dem geht's ja richtig gut. Könnte unsere Gelegenheit sein eigentlich. Aber egal, ich frag nochmal genauer nach trotzdem. Ich kann ja zumindest mal besorgt tun, ne? Familienzerwürfnis? Ja, es ist seine Euphemia. Sie ist wirklich schön. Bildhübsch, muss man sagen. Und 5 Kinder haben sie. Alle keine Riesen, aber so manierlich. Immer verbeugen sie sich und fragen nach der Gesundheit. Nicht solche Rotzlöffel wie die kurzen vom Ältesten. Aber dann hat Euphemia ihre Sachen und die Kinder auf einen Wagen geladen und wir haben sie nicht wiedergesehen. Meister Kasimir ist seitdem nicht mehr er selbst. Heult, schreit und jetzt das. Dies wird in die Scheißannalen eingehen. Ein Abgang mit Knall. Man wird das Feuer noch in Novigrad sehen. Der weckt mir äußerst zurechnungsfähig. Den muss ich unbedingt im Team haben. Ich versuche, ihn zur Vernunft zu bringen. Ich glaube, ich muss die Familie erstmal wieder zusammenführen. Die Kuh wollte ein Himmelbett und hat's gekriegt. Silberbesteck wollte sie und hat's gekriegt. Sie hat nichts entbehrt, nichts. Was zum Teufel hätte ich ihr noch geben sollen? Noch mehr kann er sich nicht aufregen. Ruhm dir, Melitele, heilige Mutter. Bewahre uns vor dem Bösen. Na, läufst du deinem Schniedel nach? Willst meine Euphemia pimpern, was? Tja, zu spät, sie ist weg. Nein, ich wollte nur... Das hat der Postbote auch gesagt. Hat bei den Eiern seiner Götter geschworen. Und ich, Armleuchter, glaub dem Sackgesicht. 3 Jahre haben sie fröhlich einhergefickt. Und dann sind sie durchgebrannt. Mein Opa hatte recht. Die Zwergenfrauen will einfach jeder bumsen. Ist klar. Was tun wir denn? Ich glaube, wenn wir schon hier die Fähigkeit haben, dann nutzen wir sie doch mal sinnvoll, bevor es hier tatsächlich bumm macht. Ich hoffe, er hat nicht irgendwie ein Amulett oder so, das ihn davor schützt. Das wäre weniger runter schön. Jetzt. Was? Komme schon. Nicht versehentlich jetzt die Fackel fallen lassen. Ja, geht doch. Und jetzt schlägt er einen Blitz ein und es macht trotzdem Bumm. Das wäre der Hammer. Also, was war dein Begehr? Du sollst deine Tür öffnen. Dauerhaft, sodass sie nicht mehr zugeht. Verstehe. Und was ist hinter dieser Tür? Reicher Lohn. Wird geteilt. Genug für jeden. Vor einer Woche hätte ich dich verfickt nochmal weggeschickt. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Was soll ich tun? Oh, das scheint ja doch recht einfach gegangen zu sein. Ich dachte, man muss die Familie erstmal wieder zusammenführen. Aber gut, schicken wir ihn einfach mal hin.
Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Dann erfährst du alles, klar? Wie ein Bach im Hochland von Mahakam. Bis dann! Okay, das ging einfacher als gedacht. Naja, immerhin habe ich ihn. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht in die Kommentare schreibt, für wen ihr euch bei den Sachen entschieden habt. Und auch inwiefern das vielleicht anders in der Story dann ausgegangen ist. Aber das erst dann, wenn der große Einbruch geschieht. Wir wollen ja den Leuten nicht vorher irgendetwas spoilern. Aber dann würde ich trotzdem ganz, ganz gerne wissen, was ihr da so Schönes gemacht habt. Genau, die Eveline will ich ja jetzt holen. Wo ist die Eveline? So, gucken wir doch mal. Wir haben Hunger, nein. Ach, da ist sie. Sogar relativ in der Nähe. Da können wir sogar zu Fuß hingehen. Jawohl. Machen wir doch einfach mal. Was heißt zu Fuß? Wir können ja mal unser Hotte Hü bemühen. Plötze hat ja jetzt auch nicht so übermäßig viele Einsätze bei uns. Ich bin ja immer so ein bisschen reitfaul. Ach, habe ich schon gesagt, dass ich mich auf Red Dead Redemption 2 freue. Nee, da werde ich glaube ich ein bisschen mehr reiten. Da ist es auch unabdingbar. Achso, hier muss ich rein. So, jetzt bin ich auf der Spur. Nee, Red Dead Redemption freue ich mich richtig drauf. Der erste Teil, der war schon super und ich denke, der zweite wird auch richtig cool. Auch wenn ich vermutlich online nicht ganz so viel spielen werde wie bei GTA, weil da mich einfach die Rennen gereizt haben. Das kann ich mir bei Red Dead Redemption nicht ganz so vorstellen. Autos sind eben doch was anderes als Pferde. So, dann machen wir hier mal so querfeldein. Wird schon schief gehen. Langsamer. Da ist das Grüne. Sehe ich das richtig? Ich bin in die falsche Richtung geschickt worden von der Quest. Sowas aber auch. Nee. So. Das dürfte sie sein oder auch nicht. Nein. Da ist die Eveline. Oh, ein Spitzöhrchen. Und ein Schlitzöhrchen offenbar. Aber gut, reden wir mal mit ihr. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Merin. Und du? Red schon. Was willst du? Ja, allein reden wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse vor mir. Und... Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Nix aber. Geh weg. Hopp, hopp. Schusch. Hinfort mit dir. Geh deiner Wege. Also gut, nochmal von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Ich bin ganz Ohr. Worum geht es? Immer raus damit. Was für ein Problem. Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Oh, ich muss Safe-Kurs machen. Getrunken. Oder wie? Traurige Sache. Aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn. Oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Oh Gott, Armbrust. Puh, ja.
Armbrust, voll meine Stärke. Mach ich sofort. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Ha, ha, ha. Oh, als Spieler hätte ich gerne eine Pro. Also Geralt traue ich es zu, aber mir nicht. Aber seine Frisur wird, glaube ich, wieder ein bisschen ansehnlicher. Ich glaube, das war bis vor kurzem ein wenig schlimmer gewesen. Der Wladimir ist langsam draußen. Na gut, dann legen wir mal los. Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Nee, schießen auf die Risiken. Schießen, nicht geschissen. Und nun, gute Leute, folgt der Höhepunkt des Abends. Vor euch steht Geralt von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blathana und Bindegarn. Ja, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Boah, Sahne! Was? Aber ich... Psst, Geralt. Armbrust schnappen, ran an den Speck. Worauf wartest du? Schieß! Schieß dem reinigen Eichhorn! Aber der hat ja hier richtig Vertrauen in uns. Oh, soll ich ihm einfach mal aus Spaß irgendwas wegschießen? Okay, den schieße ich auch noch weg. Wuhu! So, war das alles? Ja, offenbar schon. Aber der hat echt Vertrauen zu mir. Also, sich von einem Fremden einen Apfel vom Kopf schießen zu lassen. Wow. Ein kühnes Bühnenstück von Geralt von Riva. Danke fürs Zusehen. Auf bald! Immer wieder gern geschehen. Autogramme gibt's an der Information. Schade, dass dieser Herr den Elf nicht erschossen hat. Das wäre toll gewesen. Kindermund tut weit, Gott. Gut gemacht, Geralt. Na, das war die erste Vorstellung. Was ist mit der nächsten? Ja, ich würde mal sagen, ich bin eingestellt, sie ist eingestellt. Gute Einstellung. In der Nähe gibt es einen Kräuterkundler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgartenextrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Da bin ich ja schon fast enttäuscht, dass die Sachen hier extrem schnell vonstatten gehen. Okay, dann müssen wir mal die nächste Mixtur hier schon mal bereitstellen. Alchemie. Ich vermute mal irgendwie Questdings. Die Reinigungsmixtur, jawohl. Katsching. Ja, dann kann ich mal wieder zurückreiten. Diesmal gibt es nur ein Ziel zum Glück. Also, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Plötze, kommst du her, du doofes Mistviech, du. Hopp, hopp. Hallo. Plötze. Jetzt mal plötzlich. Boah, ey. Das Ding ist ja doof wie Stroh. Ich gehe mal ein Stückchen weg, vielleicht geht es dann besser. Ja, so, Plötze, von dort aus wirst du es doch wohl schaffen, zu mir zu kommen. Ja, es lernt dazu. Und ich dachte schon, ich müsste irgendwie mit der Armbrust fliegende Ziele treffen, so Tontaubenschießen mäßig. Dann hätte ich Probleme gehabt, weil ich da ja auf Zeitdruck und Bewegung und sowas, aber ein paar Äpfel wegschießen, das ist ja gehuppt wie gesprungen. Ist das? Nee, das ist doch nicht der Zirkus hier, oder? Das sieht mir ein bisschen anders aus. Und vor allem nicht ganz so munter, um ehrlich zu sein. Also, die haben ja offenbar auch schon ein bisschen bessere Zeiten erlebt. Aber hey, der Krieg halt, ne? Im Krieg gibt's halt keine Siege. Der Sturmfelder Hof. Bei Sturm. Wie passend. Na, nicht Sturm, Regen. Aber egal, Regen ist fast wie ein Sturm, nur weniger stürmisch. Dafür nass.
Und einmal rechts rum oder auch noch nicht ganz. Ach, einmal hier um den Pott. Na dann. Ach, hier kann ich nicht schnell reiten. Hier darf ich nur langsam reiten. Ist ja öde. Als wenn ich mich an sowas halten würde. Jetzt kann ich auch zu Fuß gehen. So, Plötze, langsam. Du bleibst genau auf dieser Brücke und störst die Wachen. Fein so. Jawoll. Und einmal hier. Bocksprung hier, mehr oder weniger. Einmal drüber. Und dann wollen wir doch mal hier belauschen. Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Ah, hier was soll ich. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel, wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist er verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Hm. Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Na dann, lauschen wir mal weiter. Vielleicht können wir ja noch mal was erfahren. Oh ja, gehen wir mal hier hin. Einmal hier die Straße runter und ah, da sehe ich doch schon wieder welche, die ich belauschen kann. Das ist offenbar noch nicht nah genug. Na dann, so. Was werde ich von euch erfahren? Dieser, Horst Borsody, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Ach, tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ach, der hat ja Träume. Ich würde mich lieber nicht für die Borsodys zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. Okay, da will sich jemand einheiraten. Warum nicht? Auch wenn ich ihm nicht viele Chancen ausrechne. Ich glaube, so ein Wachmann werde ich von euch erfahren. Ist keine gute Partie. Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen... Was? Ach so. Ich darf nicht so nah sein zum Belauschen. Ich könnte ja auffällig sein. Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Martin am Pier gesehen, mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen dem Koch unter die Arme greifen. Pass auf. Wir haben nämlich das viel, viel bessere Rezept. Also gut, Pier am Westtor. Gott, wie viele dänische Soldaten lungern hier rum? Ich habe den Eindruck, dass da nur noch Soldaten unterwegs sind. Aber gut, ist vielleicht auch jetzt Speerstunde gerade. Daran könnte es auch liegen, dass die ein bisschen strenger sind, was das angeht. Ey, bist ihr mit gezücktem Bogen? Und by the way, ein Bogen sollte nur gespannt werden, wenn man ihn auch wirklich einsetzen will, weil sonst die Sehne ein bisschen ausleiert. Das will man nicht. Das soll nicht dauergespannt sein. Das ist nicht gesund. So, mein kleiner Bildungsauftrag ist erledigt. Wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob ich jetzt ausleiern, aber es ist nicht gesund für einen Bogen, wenn die Sehne unter Dauerspannung ist. Ui, ich habe auch eine Angel. Haha. Wie schön ist denn das? Und guckt mal da. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Schatzsuche. Oh, da ist auch noch eine Schatzkiste. Ach, das sind vielleicht auch noch Pflanzen. Nö, nö, dann gehe ich doch nicht auf Schatzsuche. So viele Umstände müssen dann doch nicht sein. Na, ist hier was drin? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön, wenn ich irgendwas Brauchbares finden würde. Könnte man sich ja auch einen Zacken aus der Krone brechen. Oh, da ist noch eine Truhe. Ich glaube, wir können das auf später verschieben.
Redanischer Soldat. Der ist sicherlich zufrieden, wenn ich einfach aufs Schiff gehe. Gott, ist das eine schlechte Wache. Die erfüllt ihre Pflicht nicht. War ich hier schon? Eine Truhe und ich kann sie nicht plündern? Dann habe ich sie offenbar schon geplündert. Ha. Upsala. Hier sehe ich, dass ich nichts sehe. Na gut, dann eben nicht. Oh, warte mal, ist ja gerade... Da kommt ja Wasser rein. Böse Sache das. Schlecht gemappt. Einmal, hepp hier. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe ein Problem. Ach, die verfolgen mich ja noch immer. Die Hunde. Bin ich gleich weg von denen? Zumindest weit genug weg. Ich hoffe es ja mal. Weil gleich kommen nämlich die nächsten Wachen dazu. Und dann habe ich ein kleines Problemchen. Und ich würde mal sagen, die Probleme sind vorbei. Huch, wen haben wir denn hier? Ja, der hat mich zumindest nicht verfolgt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, merke, nicht in Gegenwart von Soldaten unbedingt etwas klauen. Das wird nicht gerne gesehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber egal. Gucken wir doch mal. Haben wir hier noch irgendwas zum Klauen? Nee, aber schon wieder ein redanischer Soldat. Na du Lumpe, was machst du hier? Offenbar nix. So, jetzt die Mission untermischen. Teil 2. Extended Edition. Man muss ja die Zeit der Folge ausstopfen. So. Gott, bin ich lange gelaufen. Das geht ja gar nicht. So, mal sehen, ob die Kollegen sich noch an mein Gesicht erinnern, aber ich glaube, die sind rotzevoll. Da erinnert sich gar nichts mehr. So, jetzt haben wir es aber. Im Tagesverlauf. Das Problem ist, dass der Tag schon vorbei ist. Dann meditiere ich mal. Ja, bis 9 Uhr, das sollte langen. Schwubbelibups. Das ist ein Seemann, das ist es nicht. Martin. Oh, den muss ich überreden. Nicht einfach was untermengen, sondern überreden. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Ach, Mensch. Nee, das will ich nicht mit... Das fände ich nicht gut. Da würde ich mich nicht gut beifühlen. Da nehme ich lieber Geld in die Hand, als dass ich meine Kräfte einsetze. Sorry, aber ich habe auch so ein bisschen Ehre. Aber den Typi da oben auf der Brücke, den würde ich zu gerne runterschubsen. Das wäre eine Wohltat. Gut. Hier. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Und der wirkt auch nicht so wie der Allerglücklichste. Aber egal. Wir sind soweit durch mit den Vorbereitungen und ich glaube, beim nächsten Mal können wir dann die tatsächliche Quest, den Raubüberfall, beginnen.
Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ich werde es auf jeden Fall sein. Hab ja keine andere Wahl. Und bis dahin, Tschüssikowski.